Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wieder mal ein Tag mit, diesmal mit Karl Josef. Das wird super spannend, weil er ist Comedian, aber auch im Rollstuhl. Und ich bin mal gespannt, wie funktioniert denn so ein Alltag damit? Heute wird noch ein Preis verliehen, da komme ich auch mit. Und was ich besonders spannend finde, wir kennen uns nicht. Meistens kenne ich ja die Leute, mit denen ich einen Tag verbringe. Diesmal habe ich gesagt, ey, hast du Bock? Er meinte, yo. Und ich komme direkt zu spät. 4, 3, 2, 1. Let's go! Hallo! Na, Meister? Na? Bisschen spät dran, würde ich sagen. Bisschen spät. Ich habe mich einmal 30 Kilometer verfahren, einmal mein Bruder. Check. Hopp. Hi. 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 So, was geht? Ja, wir sind eigentlich schon ready. Ready to go. Wir müssen ja noch ein bisschen fahren. Ja, da fährst du denn einfach rein, fertig ist. Das ist sozusagen genau mein Kasten, wo ich reinfahre. Nicht ganz so das, ja, sportlichste, aber... Naja, Platz ist wichtig und Einfachheit. Dein Vater jedes Mal dich mit einem Rollstuhl reinbuckeln, müsste er sich auch bedanken. Ja. Das Lustige mittlerweile ist nur, durch die OP bin ich jetzt so begradigt worden, dass meine Wirbelsäule einfach so steif ist, dass ich nicht mehr gerade reinfahren kann. Ich muss mich also zurückfahren, sonst passe ich gar nicht ins Auto. Aber du so strebehaft sitzt? So könnte man es auch sagen. Muss ich noch unseren Patientenlifter holen. Den brauche ich... um ihn dann vom Rollstuhl ins Bett, auf Toilette oder sonst wo. Ach, der ist auch mobil. Ja, genau, genau. Klappe zu. Und jetzt Vollgas ab nach Bochum. Dann machen wir das. Ist ja auch noch ein bisschen Fahrt. Ich glaube 3 Stunden. Ja. Aber in Erdkunde bin ich eh extrem schlecht. Ich hätte jetzt auch gedacht, Bochum liegt irgendwo oben. Nee, ich weiß, wo Bochum liegt. Ich war schon 2-3 Mal da und ich sag mal so, wenn man nicht da ist, verpasst man auch nichts. Habt ihr hier oben ausgeschnitten schon davor oder danach jetzt? Nach der Begradigung der Wirbelsäule? Wir haben ja das, genau, das Auto haben wir ja bekommen und der Vorbesitzer hat das schon ausgeschnitten. Ah, okay. Dementsprechend dachten wir uns am Anfang, was soll das und warum schneidet der das auf? Nach der OP war dann klar, okay, jetzt wissen wir warum. Für viele, die haben es nicht mitgekriegt, du hattest jetzt eine OP. Genau, jetzt ungefähr ein gutes Jahr her. Okay. Ja, ein bisschen länger sogar schon. Und es wurde meine Wirbelsäule begradigt. Skoliose sagt vielleicht vielen was. Meine Wirbelsäule war krumm. Und viele Leute haben das, weil sie irgendwie am PC sitzen, dauerhaft oder krumm sitzen. Ja. Bei mir ist es ja so, dass ich generell keine Muskeln habe, die die Wirbelsäule gerade halten. Deswegen ist es einfach. Eine extreme Form gewesen von Skoliose und es musste halt einfach gemacht werden, um die Organe zu schützen. Ah, okay, dass du nicht immer mehr zusammensackst und die Organe... Genau, nachher zerquetscht werden oder was auch immer. Und nach der OP, wie ging es weiter? Also 2 Wochen Krankenhausaufenthalt war hardcore, also ich meine, Krankenhaus ist einfach scheiße. Ja. Man kann sagen, wie es ist. Es war dann auch noch in Corona-Zeiten. Noch besser. Dementsprechend auch noch ein bisschen schlimmer, weil die Familie halt einfach nur begrenzt, sagen wir mal, besuchen konnte. Aber Papa war immer dauerhaft da, also der war immer sozusagen da, die 2 Wochen und dann ja da so ein bisschen Reha-mäßig versucht überhaupt erstmal wieder zu sitzen. Ich konnte wirklich anfangs gar nicht erst sitzen. Dann fing es nach 2 Wochen an, dass ich 1 bis 2 Stunden sitzen konnte, um halt die Fahrt zu überstehen, weil Göttingen wurde operiert, dementsprechend so knapp 1,5-2 Stunden Fahrt, die ich überstehen musste erstmal ohne Schmerzen. Dann irgendwann so nach einem guten halben Jahr wieder losging mit meinem ersten Schauspieldebüt. Du hast ja, ich in der Serie. Welche? Ich weiß nicht, sagt ihr KBV, keine besonderen Vorkommnisse, ist jetzt auf, war auf, wie hieß es damals noch? TV Now und jetzt heißt es ja RTL Plus. Oh ja, TV Now, ich bin ja ProSieben, join. Eigentlich müssten wir uns jetzt prügeln, wer der bessere Streamingdienst ist. Zahlt TV Now gut? Ja. Also es ist halt krass, du bekommst einfach Gagen, die du dir als Teenager so, wo du gar nicht weißt, krass, was mache ich damit jetzt? Also du kannst dir einfach
das kaufen, was du als Kind haben willst. Und ich glaube, das ist so ein, so, das ist einfach das Geilste, was es gibt. Das stimmt. Ich glaube auch, hätte ich, also ich mache ja kein Hehl draus, dass ich mittlerweile echt gutes Geld verdiene. Und hätte ich, so wie manche Influencer mit 16, 17, mit 15, so viel Geld schon verdient wie jetzt, ich hätte mir eine Krone gemacht, ein Zepter. Ich wäre durch die Stadt gelaufen, hätte alle mit meinen Untertanen. Das ist ja wirklich echt schön, auf dem Boden zu bleiben. Es ist gut, das will ich gar nicht sagen. Es ist einfach schwierig zu wissen, was man braucht oder was eigentlich Sinn ergibt. Weil ich sehe Sachen, wo ich denke, Alter, das muss ich jetzt kaufen. Was war denn deine dümmste Ausgabe, wo du hinterher sagst, boah, war das eine Scheiße? Ich glaube, ich habe mindestens 1000 Euro in FIFA investiert. Habe ich aber auch schon. Warst du wenigstens besser? Ja, natürlich, pay to win halt. Nee, ja, bei also. Mir ist es, ich habe bei FIFA mal richtig, also wenn wir gegeneinander spielen, rasiere ich dich, weißt du, gar kein Problem. Aber so online, Ultimate, da habe ich, da sind deine 1000 Euro gar nichts. Und wenn das du dann so 30 bist, welches Jahr bist du? Geburtsjahr? Ich, 2005. Genau, und es gibt nichts Schlimmeres, wenn du ein erwachsener Mann bist, PlayStation spielst, ein Schweinegeld ausgibst und dann noch Karl 2005 dich besiegt und überhetzt beleidigt. Also, das freut mich immer, wenn ich dann gewinne oder so und mir denke, ja Mann, er hat gegen einen Behinderten verloren. Meine Zuschauer sind ja nicht die hellsten, zum Beispiel auch Max Kruse guckt meinen Kanal. Und da könntest du ja mal erklären, deine Krankheit, was die macht und was daran das Fiese ist. Ja, also generell, meine Krankheit heißt Muskeldystrophie Duchenne. Das bedeutet generell Muskeldystrophie, dass sich die Muskeln immer weiter abbauen. Also mir fehlt, glaube ich, so ein Stoff, der für den Muskelaufbau halt ja, tätig ist. Und der fehlt mir, deswegen bauen sich meine Muskeln immer weiter ab. Und Muskeln sind halt nicht nur Bizeps, sondern auch eigentlich alles im Körper. Und, das stimmt. Herzmuskel? Genau, also es ist eigentlich so, dass ja, wie schon angesprochen, die Krankheit wird immer schlimmer. Man hofft halt, dass die Medizin ja, besser wird und auch schneller. Und das ist ja eigentlich auch so heute mein Plan, weil wir sind ja unterwegs zur Stiftung und der Duchenne-Stiftung, der von meiner Krankheit. Und ja, da hoffen wir halt, dass wir mit viel Publik und auch Spenden so ein bisschen die Forschung sozusagen antreiben können. Wäre mal am Überlegen. Ich glaube, ich setze mal meine Mütze ab. Das frage ich mich auch. Du hast ja immer eine Mütze auf, ja? Und eigentlich sehen Leute mit Mütze, kennen wir von Pedro Lombardi, der sieht ja, der geht zwar alle zwei Wochen zum Friseur, aber der hat so eine Scheißfrisur. Kann sie ja gleich meine Mütze absetzen, weil mich stört die Mütze auch. Aber, soll ich abnehmen? Kannst du abnehmen? Ich habe auch noch meine Haare. Boah, hallo! Also. Ich habe zum Beispiel kein Mützengesicht. Ich sehe mit Mütze immer richtig dumm aus. Aber dafür liegt deine Frisur in jedem Video gleich. Also. Ja, dieser schöne Scheitel. Aber manchmal, ich habe irgendwann mitgekriegt, dass deine optische Wahrnehmung immer schlimmer ist, als wie die Leute dich sehen. Färbst du dir seit neuestem die Haare blond? Das ist ganz lustig. Bist du jetzt Eminem oder was? Teilzeit, ja. Wie schnell fährt das Ding? So. Aber weißt du, was ich sehe? Hä? Wie genial. Man kann das Bett hochfahren. Ich habe zu Hause ein Bett extra mir gekauft. Ein ganz normales Bett. Ja? Aber habe mir ein Lattenrost gekauft, was man elektrisch hochfahren kann wie im Krankenhaus. Okay. Weil ich es einfach geil finde, die Rückenlehne hochzumachen, um mir keine 5000 Kissen in den Rücken zu stecken. Und das ist ja bei keinem anderen, außer hier. Dementsprechend kann ich ganz entspannt dann hochfahren, wenn ich Fernsehen gucken will. Das ist ja auch Riesenvorbereitung, jetzt immer die Reise, aber die Bühnen? Bühnen sind also genau dasselbe. Man muss halt einfach entweder sich extrem vorher informieren und das Problem liegt halt einfach daran, dass es auf dem Künstler, also mir oder meinem Vater, dann liegen bleibt, weil die Veranstalter oft dann sagen, ja, geht fit oder alles gut. Oder, im Endeffekt ist dann aber die Rampe so steil, dass man gar nicht hochkommt oder trotzdem eine Stufe ist und die denken, man kann die heben. Geht aber halt nicht, weil der Rollstuhl wiegt 300 Kilo, man kann den gar nicht hochheben. Wenn ich jetzt überlegen würde, hier am Rad, will ich gar nicht machen, ich bin...
gerade nicht so im Sport drin. Ich habe mich dafür entschieden, ich gehe doch nicht im Jogginganzug. Der sieht aber voll trendy aus, war aber okay. Er ist auch extrem flauschig und gemütlich, aber ich weiß nicht, für so eine Gala, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Gala ist, aber zumindest will ich da nicht im Jogginganzug hinkommen. Deswegen ziehe ich mich nochmal um. Ich würde sagen, ich habe aber Hunger. Ich besorge Essen, ich verstehe wegen dem Zahnfall. Dann sehen wir uns gleich, mach dich schick. Wir essen jetzt was Kleines und zwar Schnitzel. Wir haben alle Schnitzel genommen. Wie heißt das hier? Christian. Christian, ja. Das wird gut. Pepe ist auch da jetzt. Markus kam 2 Stunden später gefühlt. Ich mache das ja immer so beim Ketchup, weil man das so schwer rauskriegt. So hier. Und dann drücke ich das mit beiden hin. Raus. Und jetzt geht's weiter. Wir müssen zu der Gala und sind schon sehr spät dran. Und ich bin gespannt, was uns da erwartet. So. Gucken wir mal, wo hier der Mut sehr schief aufgesetzt. Danke. So, jetzt sind wir gleich bei einer Gala. Karl, machst du das nach Gefühl oder hast du da irgendwo eine Rückfahrkamera? Ich orientiere mich an deiner hässlichen Stimme. Ich weiß nur nicht, wo lang, ne? Ich habe auch keine Ahnung, aber ich vermute mal mit dir eher zu den Fahrstühlen als zu den Treppen, oder? Was ich dich jetzt kurz einmal fragen muss. So, jetzt sind wir hier mit Papa. Was ist denn, wenn du jetzt auf Toilette musst? Er hat ja gar nicht den... Das geht jetzt nicht. Aber ich habe ja gesagt, ich bin sehr gut vorbereitet. Also ich kann das im Griff haben. Pepe, kannst du einmal vorweggehen und filmen, rückwärts laufen und filmen, wie wir laufen? Und los. Vorweggehen, Pepe, vorweggehen. So, jetzt noch Corona-Test. Wie war es für dich? Ja, ich hasse die ja, ne? Du wolltest aber nicht, dass ich ihn bei dir mache. Das finde ich ein bisschen schade. Nee, ich hatte Angst, dass du mir das so richtig Dwayne Rock Johnson-mäßig reinrammst. Hat Corona bei dir eigentlich irgendwas beeinflusst, oder? Ich glaube nicht mehr als bei anderen. Ich meine, natürlich bin ich dadurch, dass ich ja, wie schon gesagt, Muskeln greifen alles so ein bisschen an. Ja. Auch die Lungen und so. Aber es wäre jetzt nicht fatal, wenn ich Corona bekomme. Also nicht mehr als bei anderen. Muskeln werden ja immer weniger. Darf ich fragen, wie viel du wiegst? Das ist eine gute Frage, ob jetzt, also ich beantworte erstmal, ich wiege circa 35, 40, ja, den Dreh. 95, 90 und da dreistellig auf jeden Fall. Also da ist halt die Frage, ne? Ob wenn ich Muskeln hätte, ich mehr wiege. Ich bin aber auch ehrlich, ich esse relativ wenig. Nicht, weil ich irgendwie, keine Ahnung, ich habe einfach einen kleineren Magen. Also habe ich so das Gefühl, oder ich esse halt generell einfach weniger. Dementsprechend haue ich mir jetzt auch keine fetten Süßigkeiten rein und so, war ich aber noch nie. Du meintest von einem Auto, so dein Selbstbewusstsein war nicht immer so geil krass. Ja. Wie ist es seitdem du in der Öffentlichkeit stehst? Hat es sich da entwickelt? Auf jeden Fall, Rempelst du jetzt Leute an und sagst, ich bin da? Nee, nicht ganz so. Aber ich bin im Vergleich zu vorher einfach extrem selbstbewusster geworden. Und was mich umso mehr freut, dass ich vielen Leuten auch mehr Selbstbewusstsein gebe. Also das bekomme ich zumindest gesagt so von vielen Leuten, die sich dann einfach, ja, die so meine Witze hören und meine Geschichte mehr oder weniger ja im Endeffekt und sich dann dadurch auch selber mehr trauen. Und das ist mega, wenn ich da natürlich andere Leute noch mit erreichen kann. Wie ist es eigentlich mit deiner Krankheit? Hoffst du auf Heilung, auf, weißt du, ist es irgendwann vorbei? Wie gehst du da an dich ran? Aktuell weiß ich, ist es irgendwann vorbei. Hoffe natürlich aber trotzdem, dass es eine Heilung bald gibt. Also wir sind ja heute jetzt auch hier bei der Duchenne-Stiftung, die natürlich viel macht, gerade auch im Bereich Forschung. Ich versuche mich ja sehr mit meiner Reichweite und auch mit Spenden oder und so weiter für die Forschung einzusetzen, damit das natürlich schneller und alles ein bisschen produktiver wird und hoffe dann natürlich auch, dass das so schnell wie möglich wird. Weiß aber im aktuellen Moment natürlich, dass meine Krankheit ein tödliches Ende nimmt. Also so gesehen, die Zeit läuft. Ich habe keine Ahnung, wie lange lebt man mit der Krankheit? Bis man 20, 18, 75? Ich glaube, so könnte man das sagen. Also es ist wirklich ein Rahmen, den du nicht irgendwie, du kannst jetzt nicht genau was sagen. Es ist immer unterschiedlich. Man kann bei der Krankheit eigentlich
gar nicht planen. Also weder bis wann und wann ich noch so gerade sitzen kann, bis wann und wann ich noch lebe oder was auch immer. Und im Endeffekt, es gibt Leute, die sind mit 25, 30, das ist so das Grundmaß. Es gibt aber auch welche, die noch mit 40, 50 leben. So. Der Platz ganz vorne. Ich bin ja auch ganz oben. Also. Als wir reinkommen sind, haben sich alle angeguckt. Also wir haben ein bisschen auch auf dich gewartet. Ja, natürlich. Nein. Aber ja, ist mir auch aufgefallen. Und das ist schlimm. Ich bin also sehr, sehr gespannt. Weil die Leute erwarten was von mir. Ja. Aber das ist mir egal. Wärst du eigentlich doll sauer, wenn ich ein Buh anstimme, wenn es nicht läuft? Willst du meine Mütze hoch oder absetzen? Und es war hoch oder absetzen. Damals der Schirmherr oder der Schirmherr vom Kunden. Sieht gut aus. Siehst du wie so ein Lausbengel von nebenan aus? Ich kann ein paar Gags schreiben. Wir machen den Chemnader Burglauf und natürlich machen wir das für muskelkranke Kinder. Schöne haben ja nur Männer. Das haben die Frauen Zellulite. Immer gut. Guck, die Uhr lacht. Ich bitte einmal Professor Brinkmeier auf die Bühne. Dann bitte ich den Karl Josef einmal zu mir. Da rechts lang. Ja. Ich muss ja einmal sagen, Karl Josef ist für mich jemand, der motiviert mich. Den finde ich toll. Aber mein Vater ist für mich ein Held. Das muss man wirklich mal sagen. Ja, vor 2 Jahren, als es mit Comedy, Karl und Comedy losging, hatten wir immer schon das Anliegen, die Jen in die Öffentlichkeit zu bringen. Heute werden wir begleitet von einem der Deutschlands populärsten YouTuber, Aber Troschke. Und okay. Hier Corona. Aktuell haben wir am Brandenburger Tor unseren Familientag, unseren Infotag gemacht. Und ich bin gar kein Redner. Ja, also, war mit den mein Papa hat mir die Arbeit abgenommen. Das ist schon mal gut. Das war letztes Jahr. Ich muss ja noch genug reden. Und dieses Jahr? Und auch noch lustig. Habt euch schon gesagt. Ja, ich bin Karl Josef und für die, die mich noch nicht kennen, muss ich es natürlich ansprechen. Denn ihr fragt euch jetzt sicherlich alle dasselbe. Und ja, ich bin Single. Ich musste mich von einer schweren Wirbelsäulen-OP erholen, denn mein Rücken hatte eine Skoliose mit 60 Grad Krümmung. Oder für die Nichtmediziner unter euch, mein Rücken war krass am Arsch. Schuld daran war Muskeldystrophie Duchenne. Denn durch die Krankheit habe ich in etwa nur noch so viele Muskeln wie ein durchschnittlicher Veganer. Naja, um den Rücken jetzt noch begradigen zu können, wurden mir 2 Metallstangen in den Rücken einoperiert. Ihr könnt euch das so vorstellen, als hätte euch jemand einen Stock vom Po bis in den Nacken geschoben. Wenn ich jetzt also gehen könnte, würde es ein bisschen aussehen wie bei Bruce Danell. Es war also ziemlich schmerzhaft, ungefähr so schmerzhaft wie die neue Single von Pietro Lombardi. Könnt ihr euch vorstellen, wie es ist mit einem E-Rollstuhl über Kopfsteinpflaster zu fahren? Nach 20 Metern denke ich, ich habe auch noch Parkinson. Und zum Schluss wollte ich noch ein bisschen was sagen. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Mensch, der große Reden schwingt oder irgendwie auf Motivationscoach machen will. Aber ich habe in den letzten Jahren und auch gerade durch mein Schicksal erfahren, dass man einfach stark an sich selbst glauben muss. Und ich glaube, vor 2 Jahren war es so, dass ich selber einfach nicht wusste, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Dann habe ich mich einfach getraut, all meinen Mut zusammengenommen und meinen ersten Stand-up gemacht vor 50 Leuten. Und mittlerweile habe ich eine eigene Fernsehsendung und bin Teil von Europas größter Comedy-Mix-Show. Und das ist alles nur passiert, weil ich an mich fest geglaubt habe. Und was ich euch damit sagen will, ist, dass ihr auch einfach eure Komfortzone verlassen sollt und das macht, worauf ihr wirklich Bock habt und an euch glaubt. Dankeschön. Meine Lieben, das war's von Ein Tag mit Karl Josef. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben geben, gerne kommentieren und schaut mal bei Karl bei Instagram vorbei, da geht einiges. Wir sehen uns nächsten Dienstag wieder. Tschö.
Gleich kommt Kunde und dein Laden sieht so aus. In meinem Backshop hätte das nicht so stattgefunden. Wo kommt es denn hin, alles? Hier ist ja schon voll. Nee, das ist noch nicht voll. Es sieht zwar voll aus, aber da kriegt noch was. Du bekommst von mir erstmal in voller Freude